Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, ich wäre ready. Widok? Max, wer ist dran? Okay. Du. Ich liebe Landratten. Und herzlich willkommen zurück zu Fathers and Light zusammen mit dem guten Valvo. Hallo. Moin. So, wir gehen erstmal nach oben links. Jetzt, wo wir wieder Energie haben, ne? Erstmal irgendwo anders hin. Erstmal ganz weit weg. Meinst du wirklich? Ja. Weil da am meisten Geschichten sind? Ja. Ja, okay. Gehen machen wir das. Ein Ui. Mann des Aufklärer ruft dich, aber sind nur Klick- und Zischgeräusche zu hören. Der Universalübersetzer mag überfordert sein, aber die Absichten der Mantis sind eindeutig. Sie lieben uns. Ich meine, vor allem, hallo, wir haben den Mantis an Bord, das heißt, eigentlich sollte der dann übersetzen, was diese Klick- und Zischgeräusche bedeuten. Oder vielleicht kommunizieren mit denen. Wir haben keinen Mantis. Oder? Dachte schon. Sehe es gerade nicht. Felis und drei andere? Keine Ahnung, was die anderen drei sind. Sind das nicht Mantis? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Mantis sind diese Käfer, die wir da ach, hatten. Stimmt. Tai Chi, ach, fuck, oder ja, wieso sind wir denn dann im Mantis-Gebiet? Das weiß ich nicht. Ach, Anno. Okay, wir greifen die Schilde an. Ich versuche sie in Voyager of Doom, die Story zu machen. Ja, ich glaube auch. Ei. Dem Arno glaube ich nichts mehr. Ich mache in Zukunft genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Ich habe es dir mehrfach gesagt. Wieder rauf, sagte er. Erkunde alles, sagte er. Cool, wir haben die Türsysteme zerschossen. Der hat uns eine Hülle gekostet. Das habe ich auch noch nie gesehen hier, das System, dieses Symbol. Hast du es gerade gesehen? Ja, das ist eine Einblendung. Ja. Gab's das immer schon? Habe ich nicht so drauf geachtet, nee. Okay. Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichen Schrott. Naja. Oh, Moment. Oh Gott, ist das laut. Ah. Oh so, Gott, ist das laut. Die Timelines-Folge ist fertig gerendert. Okay. Ich spring da mal weiter. Ach du Scheiße. Mitten in eine Sondereruption. Wer weiß, wieso die Mente so nah an eine Sonne heranwagen. Vielleicht ist es eine größere Herausforderung. Und Teleporter haben die auch noch hier. Geil. Super, ich freue mich. Drohne aktivieren. Schilde. Klappt eigentlich ganz gut mit den Schilden. Ja. Bin ich überrascht. Wo sind sie? Da. Sie greifen O2 an. Ja, wow. Wer hat jetzt nochmal 1,5-fachen geilen Kampfangriff? Wir haben keinen, der sowas hat. Oder? Ich dachte, die hier. Echt? Ja, dann schick Tuvok. Ich schick den mal dahin. Nee, nicht Tuvok. Tuvok braucht man in den Waffen. Ja, Tuvok und sollte da bleiben, aber die da so. Vielleicht, ja. Au, wird der noch geheilt? Das ist ja nice. Dies ist ja ganz praktisch. Das ist auch sehr praktisch, weil das Ding ist nämlich wesentlich stärker als wir. Der hat mehr Schaden bei uns verursacht als wir bei ihm. Okay. Bisher. Also der rote Balken ist größer als der grüne Balken. Wenn der rote Balken dem grünen Balken wehtut. Eieiei. Ach, der. Ja, der kassiert. Wir kassieren ganz schön. Wow, sollten wir vielleicht. Sollten wir vielleicht den oberen mal rausschicken. 31. Und, den Felis von. Ah, der ist weggebeamt. Oh, okay. Idiot. Er beamt sich auf sein Schiff, um dort zu sterben. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Alles richtig gemacht. Ach du Scheiße. Sondereruption, nicht gut. Tschüss. Wir haben ein Feuerchen. Magst du vielleicht. Oh. Oh, warte mal. Lass das mal über die Türen machen. Nee, nicht über die Türen. Nee. Schiff explodiert, ja, bla bla. Sobald das Feuer gelöscht ist, sollten wir dann aber auch definitiv hier weg, bevor die nächste Sonneneruption kommt. Yep. Wieso liegt denn der FTL nicht? Wahrscheinlich. Ach, ist keiner an. Ach, da ist keiner. Achso. Okay.
Ach, die sind schon wieder alle total chaotisch. Keiner weiß, wo er hingehört. Wie immer bei Virgil. Nein, so. Los, 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 los. Hallo. Lad schneller. Hallo. Oh, ja, ich weiß. Sonneneruption incoming. Komm schon. Lade los. Los. Du bist auch, du Scheiße. Ach, da brennt sie ja auch. Wo steht in Flammen? Er ist richtig Feuer und Flamme. Sollen wir wegfliegen? Ja. Ja, komm. Puste es aus, das Feuer, und dann geht's los. Okay. Notfall. Das ist mal unser eigener Notfall. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, stimmt, die einen unbewohnten Planeten umkreist. Ihr Satellitenverteidigungssystem spielt schon wieder, sodass sich der Reparaturtrupp nicht nähern kann, ohne beschossen zu werden. Wir brauchen Hilfe, doch um schon. Das System zu reparieren oder zu deaktivieren. Bla bla, dann Mantis holen, bla bla. Ach, Engie sogar. Engie. Wir haben sogar Engie. Also wir haben Engie, stimmt. Das sind Engie, wir brauchen Engie. Engie und vieles. Okay. Aus der Ferne reparieren, ja, das hat gut geklappt. Ja. Also Schrott haben wir jetzt richtig viel. Wie wäre es mit ein bisschen Angriff hier? Mit ein bisschen Flugpower. Ja, da ist doch ein Shop in der Nähe gewesen, oder nicht? Ey, das war gerade aus, Nilix. Der stampft einfach so gern. Dann schickt man Nilix wieder zu den Schilden, würde ich sagen, genau, ja. Ja. Okay, passt. Keiner braucht Reparatur, keiner braucht Heilung, alles cool. Keiner braucht Reparatur, gucken wir unsere Hülle an. Boah, 220? Mittlerweile gar nicht so schlecht. Das war kein Shop, das war ein Notfall. Entschuldigung, habe ich verlesen. Ja, ja, aber der soll doch eigentlich wechseln, jetzt der Notfall. Okay. Naja, wir sind hier noch im Notfallsektor wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, nach unten, ja. Gleich was investieren oder schauen wir mal, ob wir einen Shop kriegen? Ich würde erst den Shop ausnutzen. Okay. Wenn wir aber einen finden, zumindest. Es gibt nicht viele Flecken im Mantis-Weltraum, die nicht mit Wracks aus vergangenen Kämpfen übersät sind. Aber dieser ist genau einer davon. Hier ist nichts. Absolut null Nadern. Wir sind völlig für umsonst hierher geflogen. Hier gibt's nicht mal einen Furz zum Erschnüffeln. Es ist einfach langweilig wie die Hölle. Sehr schön. Nee, nicht dahin. Doch, weil da ist genau in der Mitte von allem. Das finde ich gut. Okay. Ja, aber das würden wir alles. Okay, komm, mach. Von da können wir dann überall hin jumpen. Mach. Sonne. Sonneneruption. Wieder mit Schiff. Ach du Scheiße, und wieder so. Jetzt auf mich gehört. Nein, Jeff. Ich weiß, wieso die Menschen schon wieder so nah an der Sonne ran sind. Vielleicht brauchen sie immer noch größere Herausforderungen. Ich bin gespannt. Drohne aktivieren. Vielen Dank, Arno, für das tolle Vorlesen. Das einfach nur pauschal mit, nur für den Fall. Es soll jetzt echt nicht genervt sein oder so, aber. Da ist er. Okay. Schick den Piloten vielleicht auch mit rein oder so, weil die machen echt ordentlich Schaden da. Stimmt. Au. Gut, dass wir gerade im Vorbeigehen noch einer mitkriegen. Ach, da ist. Oh, die Schilder sind ausgefallen. Oh. Okay, naja. So, Eindringling okay, ist gekillt. Okay, ihr habt es geschafft. Pilot kann zurück in die Kapsel oder Kanzel. Ich werde erstmal das hier reparieren. Chakotay bleibt da. Nilix kommt da rein. Oh, da brennt sie im O2. Eieiei. Stampfi wieder nach O2. Stampfi kommt da rauf. Der auch. Eieieiei. Da brennt's überall. Und sie sind weg. Ah, okay, nice. Sehr schön. Das Schiff explodiert. Ja, wissen wir schon. Bla bla bla. Okay. Wir bräuchten wieder jemanden. Oh Gott, die sind doch alle so kaputt. Ja. Ja, Paris, FTL-Antrieb aufladen. Ja, definitiv als erstes. Er stand sowieso in einem Raum, wo gar kein O2 mehr drin ist. Das ist vielleicht auch nicht so gut gewesen. Ach, das erklärt's. Ja. Weg glaub, von da, kann oder? Kann doch das letzte Feuer ausmachen, genau, ja. Ach du Scheiße, jetzt brennt's da wieder, oder was? Haben denn das Feuer durch geschlossene Türen durch?
Frage ich mich auch. Lad schneller. Oh, spring, spring. Jetzt weg auf jeden Fall. Wow, wir wissen richtig viel. Bäm. Wir wollten uns gerade heilen und reparieren. Obwohl, so ein bisschen geheilt sind wir. Okay. Ja, die Hülle könnte man langsam eine Rote rufen. Ist hier gar kein Shop. Ja, das irgendwie könnte das sein, dass es hier ein feindliches System ist, weniger Shops gibt oder gar keine? Weil das ja auch irgendwie stand so, teilen sie sich hier einen Antrieb gut ein, so auf die Art. Du Scheiße, okay, das habe ich ganz vergessen. Okay. Wieso haben wir eigentlich nur 93 O2? Egal. Du hörst den Funkverkehr. Dass gerade alles gebrannt hat. Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade nochmal. Okay. Du hörst den Funkverkehr der Mentes ab. Der rechts fängt an zu verbrennen. Hol ihn runter. Verwiesen. Schnapp dir seine Finger und dann ab durch die Luftschleuse. Hol ihn runter. Sehr freundlich. Genau. Hol ihn einen runter. Na dann. Auf geht's. Drohne aktivieren. Drohne. Ich frage mich, wie wir immer noch so viele Drohnteile haben. Sammeln wir die? Ich hab da jetzt gar nicht so drauf gekommen. Ja, mal wieder durch die Kämpfe. Wer repariert? Ich weiß halt nie, irgendwer hat eine miese Reparaturgeschwindigkeit, aber ja, wird schon passen. Er hat auf jeden Fall eine niedrige Laufgeschwindigkeit. Oh, Angriff oben bei Tuvok. Oh, Ich die Piloten damit hoch. Der kriegt aufs Maul wieder auch geheilt. Ja, das ist ganz gut. Die Hauptwaffe schießt die? Die Ionenkanone? Ist hat die ein Ziel? Jetzt. Gut. Hau ab. Ja, toll. Jetzt teleportiert er sich zurück, der Penner. Ja, lieber so, als dass er noch weiteren Schaden anrichtet. Jetzt können wir wenigstens die Crew wieder richtig einteilen. Reparier halt mal Nilix. Hallo. Echt mal. Der schon deren Schilde und schon mal. Nee, das ist Pilotending, was down ist, ne? Mhm. Du gehst. Schon mal könnte diese Angriffsdrohne noch mal steuern. Ah, sehr schön, gewonnen. Gewonnen. Nilix ist eh richtig bei deinen Schilden. Chakotay geht da nach hinten. Okay. Bam. Krach, bam. Schiff explodiert. Oh yeah. Oh. Gott, haben wir jetzt mal reichlich. Jetzt bräuchten wir halt echt langsam einen Shop. Da gibt's ja gar nichts, nix. Alter. Ja, daher, oder? Ja, aber die auch sind so. Sind wir nochmal schön in der Mitte von allem. Gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas entdecken. Mal keine Sonneneruption, auch nur ein Gegner. Schon wieder ein Mentes, schon wieder Eindringlingsschiff. Oh. Ein Mentes-Schiff ruft dich, diese Nachricht dient zur Ablenkung. Du bemerkst, dass sie ihre Schilde und Waffen aktivieren. Toller Ruf. Aktivieren. Waffe aktivieren auf Schilde. Der will wieder teleportieren. Mhm. Naja, da kommt er. Kannst du ihn einsperren? Kannst du die Türen verschließen? Nee. Okay, schade. Müsste nicht wie. Müsste man vielleicht im Türenraum aktiv sein. Ich kann halt nur auf- und zumachen. Ist eben ein bisschen doof, dass der einfach selbstständig die Türen aufmachen kann. Vor allem manche können das ja nicht, weil wir haben doch gesehen, wie manche gegen die Türen einhacken. Ja, das war da, wo die verstärkten Türen installiert waren bei uns. Die Panzertüren und sowas. Ach, okay, vielleicht deswegen. Hätten wir vielleicht das doch machen sollen. Ja, Jodo. Ach, der kommt daher, okay. Ja, warte, ja, also, nee, der greift nur Touren. Okay. Schick die unteren drei wieder los, weil die schaffen es nur zu dritt, den Kerl zu killen. Das, naja, aber das ist ein kleiner Raum, ich glaube, da passen gar nicht mehr rein. Schauen wir mal. Schick ihn lieber trotzdem mal rüber, weil der untere ist schon ein bisschen angeknackt. Okay. Schick ihn mal in die Richtung. Reinschicken kann ich ihn ja leider nicht. Okay, wir schaffen es so. Sehr schön. Der teleportiert sich wieder wahrscheinlich, der Penner. Nilix ist Schild. Chakotay kommt da runter. Kann helfen beim Reparieren. Dann kannst du den Piloten wieder in die Kapsel schicken. Also Paris. Ja. Erstmal reparieren. Okay, passt.
Gut, 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 gut. Das ist gut mit dem Heilen, dass die nebenbei noch heilen. Das ist echt gut. Ach, gibt's doch mal Treibstoff her. Ja, echt. Das Schiff explodiert. So. Die hinterlässt dann eine beträchtliche Menge an Treibstoff an. Schrott. An Sachen, die für mich jetzt echt den Überfluss haben. Ja. Ja, bist du dort, bist du geheilt halt auch wieder. Ja, die Krankheit ist halt selber flüssig geworden, ne? Ja. Weil hier steht, sehr langsame Heilung. Ich finde, das ist mehr als ausreichend. Ich will mich gar nicht beschweren. Das läuft echt ganz gut. Ist eine gute Sache. So, jetzt, ich wollte mal kurz nachschauen. Was kann der nochmal? Doppelte Reparaturgeschwindigkeit kann der NG, also alle. Also alle bis auf der Stein. Mhm. Und der Stein? Ist feuerfest. Ja, okay. Mhm. Aber Angriff ist für verursachter Schaden wird halbiert. Okay, das heißt, die greifen beschissener an als die. Der Stein greift besser an. Ja. Aber der Stein ist halt auch ultra langsam, ne? Ja. Okay. Rudi. Da ist ja echt gar nichts in dem Scheißsystem. Ja, genau, nach unten und dann vielleicht noch einmal hinter den Ausgang mitnehmen und dann. Quer durch die Galaxie und dann links. Als du ankommst, macht ein gut bewaffnetes Engi-Schiff. Oh, Engi sind die Guten. Ein kleines Piratenschiff fertig. Dann wird ein Teleport gemeldet. Eindringling an Bord. Bei uns? Ein junger Mantis in angekohlter Uniform ist an Bord gekommen. Er bittet dich, ihn vor den Engi zu schützen und bietet an, sich dir anzuschließen. Die Engi haben das Teleport-Signal verfolgt und machen dir ein Angebot, wenn du ihnen den Mantis übergibst. Team Engi oder Team Mantis? Das hatten wir doch schon mal. War das nicht eine Falle? Wobei, der war ja jetzt schon an Bord gekommen. Bei dem anderen war es, glaube ich, so, dass wir den an Bord genommen haben, ne? Das erste würde ich eher mal machen. Dann hätte man den Mantis an Bord. Oh, wenn es nicht die Falle ist. Aber ja, ist schon das bessere Angebot, würde ich sagen. Es war eine Falle, ich wusste es doch. Der Mantis sabotiert ein Schiff, bevor er sich wegteleportiert. Ach. 5 Schaden an der Hülle. Okay, die Hülle ist echt sehr down. Fuck. Ich glaube halt immer so ein Scooter im Menschen, weißt du? Ja, aber nicht in den Fällen. No. Die haben Drohnen. Was sind das für Drohnen? Antikampfdrohnen. Oh, scheiße. Schießt auf meine Kampfdrohne. 2 sogar. Eieiei. Das ist jetzt sehr schlecht. Sollen wir vielleicht erst auf die Drohnen? Ja, vor allem mit den Ionen ist nicht so schlecht. Dass wir lahmlehm liegen. Au. Ich glaube, unsere Drohne ist schon down, oder? Au, scheiße. Oh, okay, scheiße. Wir sind tot. We are doomed. Lass doch gleich wegfliegen. FTL laden und wegjumpen. Achso, ja. Wäre auch eine Idee. Wie möglich. Wir haben nichts für Angriff. Wir haben jetzt nur eine Waffe, die. Oder wir schätzen die Pegasus ein. Ja, aber dann nicht aufs Drohnensystem, das ist uns jetzt egal. Dann auf die Schilde. Schauen wir mal. Ja. Sonst können wir immer noch springen, braucht der Ewigkeiten hier zum Laden. Rad schneller! FTL braucht aber auch lange zum Laden, finde ich. Was ist schneller? Pegasus. Ja, mittlerweile haben wir echt viele Raketen. Schon ganz nice. Gut gesammelt. Ja. Okay, Schilde sind hier bei 7. Ist zerstört darüber oder Waffen oder was gut. Nee, Schilder stabilisiert, ne? Ja. Okay, ich glaube, wenn wir noch mal einmal eine Doppelrakete draufjagen, dann ist die Hülle wahrscheinlich sogar fast down bei denen. Das wäre nice. Okay, da ist die Hülle. FDL wäre geladen. Ja. Siehst du wohl. Ihr Penner. Raketen regeln. Und 3 Antriebsenergie gesammelt. Oh, nice. Raketenregel, das wäre auch ein schöner Folgentitel. Okay, gut. Eieiei. Ja, da ist halt überhaupt kein Shop. Ja, Ausgang, oder? Ja.
20 Minuten, da können wir sogar länger machen. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FTL-Antrieb klar, dann kannst du in den nächsten Sektor springen. Weiter geht's. Oh. Die Rebellen in diesem System versorgen die Raumstation vor Ort. Diese Zivilisten sind wegen des Kriegs bestimmt monatelang nicht versorgt worden und brauchen dringend Vorräte. Angreifen. Angreifen. Warten und die Vorräte von den Zivilisten stehen? Hm. Ja, Rebellen bekämpfen, würde ich sagen, oder? Ja. Ich weiß nicht, was warten genau ist. Warte 10 Jahre? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Haben wir jetzt wieder eine Kampfdrohne? Ja, müsste wieder aktiviert sein. Das finde ich positiv, dass man die nicht nachbauen muss. Ja, ja, das stimmt. wir nehmen eine Rakete. Nee, mit der Ionkanone auf die Schilde und der Rest muss wieder die Drohne, oder? Okay. Klingt auch gut. Die sehen Brusitja. Circle kann nicht sagen, tut genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt hatte. Siehst du, O'Toole ist schon nice. Zerstört, deren Schilde sind down, die ersticken, läuft. Klingt positiv an, oder? Boah, guck mal, was wir für Schrott haben. Also, wenn wir jetzt mal wieder in ein freundliches System kommen, dann. Ja. Ja, das ist schon ganz nice. Wahrscheinlich geht die Hälfte für die Hüllenreparatur drauf, aber. Zack, nur noch 20 über. Ja, super. So, komm, liebe Drohne, schieß du mal auf was anderes als O2. Au! Ich nehm's zurück, das mit dieser Ionen-Sache ist gar nicht so schlecht. Ja, wahrscheinlich in Kombi mit den Drohnen, oder? Mhm. Also mit unseren anderen Waffen, die wir hatten, war es echt bescheiden, sonst guck mal schon wieder zwei neue Raketen. Wobei die Pegasus hat uns vorher wieder den Arsch gerettet. Ja, klar, weil die Drohnen halt nicht agieren konnten. Ja. Also wir haben ein gutes Kombi-System. Ja. Vorräte, ja, schon stehen, oder? Von Zivilisten? Ja, und? Okay, dann mach. Sehr schön. Okay, wir zwingen die Kolonisten, Vorräte auf dein Schiff zu verbringen. 20 Schrott nochmal mehr extra. So. Nice, 400. Bitte lass hier einen Shop. Ach, wir sind immer noch gar nicht weitergeflogen. Nee. Okay. 22 Minuten? Ja, können wir noch, oder? Wie du magst. Ja, also ein Flug noch, würde ich sagen. Ein Flug noch. Oh, toll. Ja, aber Felis ist gut. Felis sind noch an Bord. Ja, rot halt wieder alles. Du wolltest unbedingt in diese rote. Ja, Mann. Ja. Hätte ich mal gewusst, dass da keine Shops gibt. Ach, die Voyager ist so am Sack. Die Felis sind gegenüber anderen Alien-Völkern, die ihre Grenzen übertreten, äußerst aggressiv eingestellt. Halte dich lieber im Verborgenen. Was kann da schon schief gehen? Shop! Ja, das war unser erstes, oder? Ja, Shop, das war unser erstes Wort. Also, da kaufen wir erstmal alles leer, egal was es gibt. Du begegnest einem Felis-Schiff auf einer seltenen diplomatischen Mission. Ebenfalls überraschend ist, dass der Captain auf deinen Gruß reagiert und einen gegenseitigen Handel zustimmt. Bevor er dich umbringt. Genau. Oh, Hacking. Nimmt ein einzelnes Schiff. Ja. Nimmt ein einzelnes Schiff auf Korn. Mach du. Ich hab's jetzt nicht mit Ja, ich dachte mit Ja, das heißt so ein Dummer oder so. Nimmt ein einzelnes System aufs Korn, versperrt die Türen und ermöglicht eine vorübergehende Deaktivierung oder Störung. Benötigt Drohnenteil. Das heißt, auch wieder Energie. Für 4 Sekunden ist ein bisschen belastend. Das ist dasselbe, was unsere Ionkanone eigentlich auch schon kann. Ja. Außer, dass die Ionkanone die Tür nicht verschließt, aber. Heute ein Schildspalter, Alter. Was gibt's denn da alles? Was ist denn das? Ermöglicht Teleportieren von Crew und Bomben sowie Gedankenkontrolle durch Superschilde hindurch. Was? Alles oder was? Dann braucht man ja gar keine Gedankenkontrolle mehr. Dann kann man das ja sparen, oder? Achso, durch Superschilde hindurch, wenn es Superschilde gäbe. Was auch immer Superschilde sind. Also bevor wir am Ende nicht übrig haben, klick einmal bitte auf die 57 für Hüllenreparatur.
Sehr schön. So. Jetzt kostet die Quest 353. Okay, okay, dann Teleporter, Gedankenkontrolle. Macht Feinde vorübergehend zu Verbündeten? Steht jetzt nicht da, wie lange? Nee, aber vorübergehend ist für mich auch so ein Effekt, das kann wieder 4 Sekunden sein. Ja. Wo ich mir dann denke, Langstreckenscanner fügt zusätzlich Infos über umliegende Signalpunkte hinzu, wäre auch nicht so schlecht. Kostet ja auch nur 30 und dadurch könnte man weniger dumm herumspringen und wüssten gleich, was wo ist. Ja. Finde ich gut eigentlich. Finde ich gut, ist auch nicht teuer. Ja. Trotzdem erstmal auf Seite 2. Ja, zwei. Und Autonachlader ist das mit den 10% verkürzt. Schüsse. Ja. Seite 2, Mensch, Felis. Der könnte schon ausweichen. Die können, okay, er kann reparieren. Menschen sind halt langweilig, gewöhnlich und uninteressant. STFL1. Einfach schnell Feuerlaser. Ist nicht besonders auffällig, aber erfüllt seinen Zweck. Das ist so die Standardwaffe. Ich glaube, die hat man am ersten Schiff. Ja, ich glaube ja, was Flak. Ist das? Flak sieht schon mal geil aus. Treue Projektile in einem zufälligen Bereich ab und verursacht bis zu 3 Schaden. Projektile, aber keine Raketen. Wirkungsvoll gegen Schild, aber ungenau. Was heißt denn das? Dass die nie treffen, oder was? Ja, wie die alte, deswegen der Name wahrscheinlich, die alte Flak-Dinger, wenn die nach oben geschossen werden und per Zufall dann. Ach, da steht auch, Flak-Waffen haben einen Bereich als Ziel anstatt eines Raums. Steht da unten. Ja. Die fehlende Zielgenauigkeit gleichen sie mit mehr Feuerkraft und Tempo aus. Also wenn wir durch Schilde durchwollen, schon mal nicht so schlecht. Schüsse pro was? Ladung 3 bedeutet, wir schießen 3-mal und jedes macht einen Schaden von 1? Wenn es trifft, ja. Hm. Ja, wäre schon nicht so schlecht. Ladezeit 10 Sekunden ist auch okay. Ja, Energie 2 ist auch noch machbar. Das ist kein so super Ding. Und was ist? Sperb. Sperb. Kristallsperrbombe. Selbst teleportiert. Das ist die Spermawahlen, ist das die Spermabombe, wa? Ja, stimmt, die Spermawahlen. Ja, wenn so, die Spermawahlen werden draußen an die Hülle dran befestigt und dann müssen sie einmal kräftig abdrücken, oder was? Herrlich. Selbst ihr müsst unbedingt mal das Let's Play von Nantucket bei Valve gucken. Ja. Lohnt sich. Hier unter Deck und Spermawahl. Das Highlight dieses Spiels, ey. Was wir alles rausgeholt haben aus dem Spiel, ey. Selbst teleportierende Sprengladung, die keinen Schaden verursacht, ist schon mal langweilig, dafür eine dichte Wand erzeugt, die jede Bewegung in den Raum hinein umgekehrt verhindert. Und umgekehrt verhindert. Ach, umgekehrt. Das heißt, man könnte auf die Teleporter ballern und keiner kann sich zu uns teleportieren, oder man könnte auch. Ja, dafür müssten wir so schnell das O2 Ding ballern. Aktivieren, rüberballern und auch treffen. Naja, das bei Ladezeit 15 Sekunden. Nee. Also, Flak klingt gut. Da wäre ich dabei. Ich kaufe das hier auch nochmal leer. Ja. Ja, kaufen wir mal Flak, oder? Flak ist dabei. So, und dann war auf Seite 1. Hatten wir, glaube ich, noch den Hacking im Auge gehabt, oder? Für die 4 Sekunden. Nee, Langstreckensensoren. Entschuldigung, Langstreckensensoren. Ja. Das schon eher. Da sind wir schon eher dabei. So, dann würde ich vielleicht noch ein paar Raketen kaufen. Oder ausbauen. Ja, stimmt, wir müssen Energie erzeugen. Wir müssen die ganzen Waffen hier erstmal befeuern. Ja, kommt auch immer aus. Jetzt schauen wir mal. Gibt es da irgendwo einen Shop noch? Wisst man nicht. Okay. Ah, okay. Ja, irgendwo wird es noch einen geben, aber. Wir wissen immerhin, mögliche Schiffe entdeckt. Bei den beiden. Das wissen wir jetzt durch diese Langstrecken-Sache. Ja. Okay, also lass ja, mal. Ja, wir müssen da vorbei, also passt eh. Lass mal ganz kurz durchrechnen, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen 5 Energie für Waffen. Warte mal ganz kurz. Haben wir da noch irgendwas? Nee, Drohnen gab es jetzt überhaupt keine zum Kaufen. Das ist halt belastend. Ja, Drohnen wären geil gewesen. Drohnen sind richtig geil, finde ich jetzt. Mhm. Ja, okay, ansonsten können wir da jetzt quasi nichts initialisieren sonst. Okay. Gut. Was kostet denn der Ausbau bei Waffen für 5? Genau. Ja, so ein bisschen was. Dann wären wir durch. 160 sind das. Hä?
160? Alles oder? Eigentlich, oder? Weil wir brauchen ja 5 Stück. Ne, wir haben doch 2, oder? Ach ja, nee, das sind die Drohnen. Die Drohnen. Ach du Scheiße. Wir können halt 2 dazu kaufen und dann immer durchwechseln, wie wir es bisher auch gemacht haben. Können wir uns nicht leisten, es kostet irgendwann 350. Ja, na dann machen wir einfach 2. Genau, und 2 Energie brauchen für die Flak und die Pegasus holen wir uns, falls die Ionenkanone nicht mehr braucht, oder falls die Drohne nicht mehr funktioniert. Das klingt gut. Da sind wir dabei. Genau. Das ist prima. So, den Rest sparen wir uns dann einfach auf, oder was? Ja, hätte ich gesagt. Für den nächsten Shop, dann haben wir nämlich ordentlich was dabei und vielleicht gibt es ja ordentlich was dabei. Okay. Gudi. Folgenende? Können wir machen. Ich weiß nicht, wie lange sind wir denn? Jetzt sind wir bei 31 Minuten. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Sehr schön. Ich Wahnsinn. Vielleicht auch nochmal in die Schilde investieren, nochmal 2. Wir hatten letztes Mal 3 Schilde, die echt super top gehalten haben immer. Na, da braucht man wieder Energie auch, ne? Was kostet das denn? Nur mal so zum Durchrechnen, das Exempel. Warte mal, was ich gerade überlege, ob wir nicht generell noch eine Energie reinhauen sollten, weil so machen wir über den Antrieb runter, um wieder eine Drohne uns leisten zu können. Und mehr Energie wäre, glaube ich, erstmal gar nicht so verkehrt. Brauchen wir für alles. Gerade wenn irgendwie wieder so eine Sonneneruption oder so eine Kacke kommt, die uns die Hälfte sperrt. Ja, kommt dann eine Energie mehr. Du meintest wegen Schilden? Ja, 100. Kostet 100. Plus nochmal Energiebalken, 2 Stück, ne? Ja gut, dann müssen wir nochmal reichlich Schiffe bekämpfen. 100 und dann sagen wir 160. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. No. Guti. Nice. Hätten okay. Wir mal. Sehr schön. Die Waffen hier, oh yeah. Oh yeah. Die Flak. Schauen wir mal, wie die wird. Ich bin gespannt. Notfalls verkaufen wir es einfach und stürzen es auf die Pegasus. Ja, Energie kann auf jeden Fall nicht schaden. Selbst wenn wir das dann deaktivieren, sollte man noch eine Drohne kriegen. Dann haben wir schon mal die Energie. Guti, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch fürs Dabeisein. Dem Anno auch natürlich. Jo, immer gern. Dann schauen wir da beim nächsten Mal im Sektor 4 weiter. Genau. 4 sind wir schon wieder. Es geht voran. Ja, die Hälfte haben wir schon wieder. Yay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.